Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und heute hat mir der Fernseher gerade verraten, haben wir wieder recht viel Glück. Ich möchte aber heute vor allem zu Robin gehen und danach habe ich mir überlegt, könnten wir vielleicht mal wieder auf die Insel abhauen. Da haben wir sicherlich auch wieder einiges zu tun. Ich nehme mir zu dem Zweck ein bisschen was zu essen mit. Irgendwas Passendes. Was haben wir denn hier noch so? Das hier, zum Beispiel das hier. Ja, vorher muss ich mich natürlich ein bisschen drum kümmern, hier um den Hof. Aber wie gesagt, ich möchte mich hier jetzt heute nicht so viel aufhalten. Ich werde zu Robin gehen, um unseren Hühnerstall zu verbessern. Warum ist das hier eigentlich so? Weiß ich nicht. Wir brauchen echt langsam wieder Holz. Es ist echt verrückt auf einmal. Auf einmal fehlt es wieder überall. Naja, gut. Ja, um das Bier kümmere ich mich auch später. Da habe ich jetzt heute keinen Nerv zu. Oh Mist, das wollte ich nicht. So. Ich hoffe mal, das reicht. Ansonsten müssen wir noch schnell ein paar Bäume fällen. Das kommt hier hin, das kommt dahin. Ja. Für die Insel bereite ich mich jetzt mal vor. Ich muss auf jeden Fall die Gießkanne mitnehmen. Falls wir in die Höhle gehen. Ich werde auch die Sense mitnehmen. Zu essen habe ich schon was dabei. Gut, dann sind wir vorbereitet. Und dann werden wir mal erstmal unser. Moment, eins wollte ich noch mitnehmen. Die Pferdeflöte. Her damit. Dann beame ich mich schnell in die Berge. Jetzt, wo wir das Ding haben. Sehr praktisch. Können wir es ja auch nutzen. Haha. Pferdchen ist da. Ach so, die hat noch nicht offen. Na, das ist ja ungünstig. Gut, dann werde ich jetzt tatsächlich einfach erstmal ein paar Bäume fällen. Bisschen wie die Zeit vertreiben hier. Komm schon. In die Richtung. Jetzt ist 9 Uhr. Hallo Robin. Ich würde gerne ein Hofgebäude errichten. Und zwar würde ich gerne meinen Hühnerstall Nummer 2 verbessern. Hier. Darum wird sie sich dann ab morgen kümmern. Sehr gut. Einzukaufen habe ich nichts hier. Brauchen wir alles nicht. Gut. Dann sind wir ja eigentlich bereit und könnten jetzt mal schnell an die auf die Insel. Ich hoffe, wir sind heute mal ein bisschen erfolgreicher als sonst. Wir haben ja noch. Ja, ein bisschen was zu tun. Hauptthema ist eigentlich für mich, dass wir erstens Drachenzähne bekommen und zweitens diese verfluchten Tagebuchfetzen finden. Und wir müssen uns natürlich um unseren Hof dort kümmern, denn da wird sicherlich wieder einiges bereit sein. Außerdem müssten wir auch nochmal bei Mr. Chi vorbeischauen. Ich glaube zwar nicht, dass wir irgendeine Quest innerhalb von 2 Tagen beenden können, aber wer weiß, ne? Wer weiß. Oh, da ist aber viel auszugraben heute. Wenn das so weitergeht. Himmel. Ich denke, ich werde nochmal schnell hier zu dieser Truhe gehen. Ein paar Sachen verkaufen. Das hier, das hier. Das hier, das hier, das hier. Und auch den rostigen Löffel. Und dann sind wir durchaus bereit. Lalala. Ach so, ich wollte ja eigentlich noch ein paar super Seegurken, also Seegurken eigentlich besorgen. Ich werfe noch mal kurz die Angel aus. Vielleicht haben wir ja Glück. Ah, das sieht eher nicht wie eine Seegurke aus, oder? Nee.
Hi Elliot, hallo. Ah, das sind wohl die Leute, die heute hier auf die Insel gehen. Abigail geht auch auf die Insel? Na, hallo. Das ist ja was. Ach, wisst ihr was, Leute? Vielleicht war Abigail letztens auf der Insel, während wir sie gesucht haben, um ins Kino zu gehen. Das könnte doch sein, oder? Louis geht auch dahin. Den Schatz will ich natürlich haben. Naja, aber irgendwie scheint das heute nicht so richtig was zu werden. Ich glaube, wir werden jetzt einfach mal losziehen. Notfalls kriegen wir ja die die Seegurke auch anderweitig. So, da sind wir. Erstmal das Pferd herpfeifen. Ah, schaut mal, die ziehen sich jetzt gerade alle um hier. Sind hier gerade alle reinmarschiert. Und jetzt kommen sie wieder raus. Ist ja witzig. Ja, schick. Ah, Mist. Hier gibt's auch noch was. Oh, eine goldene Kokosnuss. Sehr schön. Ja. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu tun hier. Ich werde als erste Maßnahme hier erstmal ein bisschen mein Inventar ausleeren. Das hier kann ich ja gleich wieder anpflanzen. Achso, ich hätte ja auch noch ein bisschen was mitnehmen können. An Saatgut. Ich habe ja noch ein paar Taro-Wurzeln und so. Naja, gut. Dann halt nicht. Oh je. Ein bisschen Unkraut hier entfernen. Tja, es ist ja auch bald Frühjahr. Bald haben wir wieder auf unserer eigenen Farm Unkraut, das wir ernten können. Da muss ich nicht immer extra hierher. Und dann fängt tatsächlich schon unser viertes Jahr demnächst an. Wer hätte das gedacht? Dass es am Ende so lange gehen würde. Ich dachte am Anfang so, ja, da spielst du vielleicht so 2 Jahre oder so. Jetzt sind es halt schon 3 fast. Ich habe im Übrigen noch nie einen Spielstand gehabt, bei dem ich so lange gespielt habe. Also ich habe immer vorher aufgehört und dann eher neu angefangen irgendwann. Weil wenn man dann eine Weile dann nicht mehr gespielt hat, dann ist es auch schwer, wieder reinzukommen. So. Hier. Wieder ein paar Bananas. Achso, das findet er jetzt alles hier nicht, ja. Na, das ist auch schon knapp. Gut. Pferdchen. Moment. Pfeife ich mir her. Pium. Galoppieren wir mal weiter. Was gibt es hier? Oh, da gibt es auf jeden Fall ein paar Ingwerwurzeln auszugraben. Da ich jetzt mittlerweile weiß, was ich mit Ingwer anstellen kann, ist das natürlich durchaus wertvoll für mich geworden. Denn auch den können wir ja einmachen. Okay, Mr. G, was gibt es? Mist, jetzt wäre das Minenaufzugssystem zurückgesetzt. Aber in 3 Tagen schaffen wir das nicht. Ich meine, wir könnten immerhin ein bisschen weiterkommen. Aber in 3 Tagen, das ist absolut unmöglich. Glaubst du, dass du im Unimo-Kart Endlos-Modus 50.000 Punkte erreichen kannst? Ich weiß nicht mal, was Unimo-Kart ist. Wo finde ich denn das? Ist das hier? Hm. Also ich werde mal hier die Aufgabe mit der Gefahr aus der Tiefe annehmen. Und einfach hoffen, dass wir so weit wie möglich damit kommen. Hm. Ich meine, es sind halt nur 2 Tage, die wir dann da bringen. Aber vielleicht finde ich einfach ein bisschen radioaktives Erz. Also das wäre mir ja eigentlich auch schon ganz recht. Schade. Weg. Ich hatte kurz gesehen, dass da was geglitzert hat. Naja. Gut, aber heute verbringen wir den Rest des Tages, muss man ja schon sagen, hier auf der Insel. Nochmal zum Thema Tagebuchfetzen. Also ich habe nochmal nachgelesen. Und es kann tatsächlich sein, dass man so ungefähr 20 Mal Müll rausernten muss aus diesen
aus diesem See, bevor man hier ein Tagebuchfetzen bekommt. Deshalb würde ich sagen, ich probiere es einfach. Ein Froschhut habe ich bekommen. Gut, allein deswegen hat es sich schon gelohnt. Froschhut, wie sieht das aus? Okay, also es sieht selten dämlich aus. Das, das werden wir nicht ansetzen. Obwohl ja jetzt Karnevalsbeginn war. Insofern würde es fast passen, ne? Sich mal so richtig zu verkleiden. Eine Sache habe ich vergessen. Ich wollte ja eigentlich mein Schwert nochmal neu verzaubern. Hätte ich eigentlich mal eine prismatische Scherbe mitnehmen müssen. Schade. Habe ich nicht mehr dran gedacht? Naja, ja, dann muss es halt so gehen. Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht mal eine etwas bessere Verzauberung als das, was wir jetzt haben, bekommen. Oh, ein Tagebuchfetzen, Leute. Ich hab ihn. Ich habe tatsächlich ein Tagebuchfetzen bekommen. Geil. Sofort durchlesen. Hier soll ich wohl graben. Okay, das werden wir natürlich tun. Aber jetzt schauen wir natürlich, ob wir vielleicht den letzten auch noch hierher bekommen. Das wäre ja geil. Wie viel Müll haben wir mittlerweile hier? Schon einiges, ne? Gut, einen noch. Noch ein Froschhut. Das können Abigail und ich beide mit einem Froschhut durch die Gegend laufen. So, ich würde mir natürlich gerne mal anschauen, was wir da bekommen bei dieser einen Stelle, wo ich graben soll. Das heißt, da möchte ich auf jeden Fall noch hin. In die Mine schaffen wir es heute nicht mehr. Und ich würde auch heute tatsächlich schon wieder zurückkehren zu meiner normalen Farm. Da wir ja jetzt die Aufgabe bekommen haben, in unser Minenaufzugssystem nochmal reinzugehen. So, also irgendwo hier, ja? An dieser Stelle soll ich graben. Ich habe ein Straußenei. Und eine goldene Walnuss. War das jetzt die letzte? War das die letzte? Gab es noch weitere? Ich bin jetzt nicht mehr so ganz im Bilde darüber. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Außer, dass ich hier einen Baum zu fällen habe. Oh Gott. Schnell auf den Hof zurück. Dann hole ich mir nochmal mein Pferd. Ja. Komm. Kann ich eigentlich damit über die Brücke reiten? Ja, kann ich. Das ist nämlich komischerweise so, dass ich, wenn ich seitwärts reite, kommt man überall vorbei. Nur wenn ich nach unten oder nach oben reite, dann funktioniert es nicht. Dann braucht er irgendwie zwei Raum. Das weiß auch nicht warum. So. Das müssen wir uns hier unbedingt mal anschauen. Also, Erzeugnisse und Futtermittelversand 97%. Da fehlt nicht mehr viel. 2 von 4 Obelisken. Die goldene Uhr haben wir immer noch nicht. Ja, uns fehlen noch ein paar Monstertöterziele. Wir haben alle Freundschaften. Das mit den Leveln wissen wir schon. Wir haben alle Sterntropfen. Nicht Sterntautropfen auf einmal. Naja, die haben wir auf jeden Fall alle gefunden. Wir haben fast alles gekocht. Das wäre eigentlich auch noch so ein Thema. Fast alles hergestellt. Naja, da sind wir ja schon dran eigentlich. Fische gefangen 100%, goldene Walnüsse gefunden 127 von
130. Also eins fehlte noch. Fällt mir gerade ein, ich kann doch hier... Genau, die goldenen Walnüsse in Ski-Edelsteine umwandeln. Immerhin ein bisschen was. Ja, also drei Stück fehlen mir noch. Wo kriege ich denn die letzten drei her? Ach Leute, weißt du was? Wir hatten doch noch diese Geschichte mit den Bananen, fällt mir gerade ein. Vielleicht liegt es daran. Okay, pass mal auf. Ich muss jetzt erstmal mein Inventar hier sortieren. Das würde ich noch gerne schnell machen. Also das hier nehme ich mit. Omnigeode meinetwegen auch. Das Gold hätte ich gerne. Die Muschel kann ich eigentlich verkaufen. Das könnte ich generell mal kurz anleiern. Hier ein bisschen was loswerden. Ja. Und natürlich das Holz. Das hier bleibt, wobei das sehe ich aus. Die beiden Taro-Wurzeln. So viel Zeit bleibt mir noch. Ja, und dann nehme ich einfach noch ein bisschen Müll mit. Auch gut. So, dann nehme ich nochmal schnell den Papageien-Express in den Dschungel. Hier ist ja dieser Schrein, ne? So. Banane. Oh, hat funktioniert. Oh, was ist das denn für eine Gorilla? Okay. Ah, das waren die letzten. Ich habe alle goldenen Walnüsse. Wie geil ist das denn? Richtig geil, Leute. Hammer. Wir haben alle gefunden. Oh Mann, ey, so langsam muss man echt sagen, wird der Sack zugemacht. Oh, Moment. Hier gibt's noch was für mich. Die Iridium kann ich jetzt natürlich wieder nicht mitnehmen. Ich würde sagen, wir werden einfach mal einen von den blöden Froschhüten los. Das braucht ja wirklich kein Mensch. Puh. Achso, ich hätte mich natürlich auch eigentlich beamen können. Nicht mehr dran gedacht. Macht aber nichts. Wir haben ja schließlich ein Pferd. Achso, es hat hier nicht genug Platz, um sich herzubeamen. Jetzt aber. Pium. Ich könnte eigentlich direkt hier noch mal ein paar Sachen loswerden, oder? Habe ich noch was loszuwerden? Eigentlich nicht. Ich habe ja nichts mehr aufgenommen. Okay, da wir jetzt dieses Ei haben, das würde ich natürlich jetzt erstmal in diesen Inkubator geben. So viel Zeit muss sein. Da bin ich mal gespannt, wann unser Strauß schlüpfen wird. Ja, alles weitere dann morgen. Morgen wird dann auch ein sehr aufregender Tag, auf jeden Fall. Das können wir schon mal festhalten. Eigentlich wollte ich natürlich in die Minen, um Drachenzähne zu bekommen. Komplett anderer Plan, als es am Ende wurde, aber nun gut. Es kam alles anders als gedacht. So, Teeblätter, her damit. Der Wahrsager sagt, wir sind so heute natürlich wieder höchst unzufrieden, das gefällt mir ja gar nicht. Ja, im Gewächshaus gäbe es ein bisschen was zu tun, aber das ist schon okay. Oh, das Solarpanel hat wieder eine Batterie. Und der ganze Wein ist fertig. Mmh. Gut, ja, dann ist das halt so. Also da haben wir ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall. Denn den Wein wollen wir natürlich auf jeden Fall erneuern. Genau, das Dolomit wurde fertig. Ich fülle jetzt erstmal hier die Kisten wieder voll ein. Das ist erstmal das Wichtigste. So und so. So, jetzt hier unten. Da ist alles fertig geworden in den Einmachgefäßen. Wir hatten ja letztes Mal das schon so gemacht, dass ich jetzt nach und nach hier alles aufbrauche, was wir haben. Da machen wir jetzt einfach auch direkt weiter. Moment, erstmal so. Also,
Kartoffel ist das Wertvollste, damit hätten wir am Ende geschlossen. Dann wäre eigentlich eine Idee, dass wir den ganzen Laich nehmen, weil der ist auch immer sehr wertvoll. Dann wäre der Straußfarn tatsächlich das nächst Wertvolle. Und dann käme schon Ingwer. Und davon haben wir ja reichlich, also ich denke, damit kommen wir klar. Aber ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass es immer weniger wird. An Gemüse und so für diese Gefäße. Also allmählich wird es hier ein bisschen knapp. Muss ich vielleicht mal dafür sorgen, dass ich mehr dafür nachproduziere. Aber ich meine, noch geht es. Also wir haben auch noch, weiß nicht wie viel Aprikosen, auf jeden Fall eine ganze Menge. Nein, du sollst sie nicht essen. Man beißt doch nicht einfach so in Ingwer rein. Tja, diverses hier. So, beim Wein mache ich es jetzt genauso. Da werde ich die Sachen auch einfach aufbrauchen. Das Wertvollste ist immer noch die Sternfrucht tatsächlich. Und da ich jetzt auch nicht mehr denke, dass ich irgendwas hier, also ich brauche keine weiteren Junimo-Hütten. Da das so ist, würde ich sagen, nehme ich jetzt einfach alles, was ich an Sternfrucht habe. Könnte sogar schon fast reichen. Falls es nicht reicht, nehme ich die uralte Frucht mit. Man darf auch nicht vergessen, wir haben jetzt ja nochmal ein paar mehr hier. Wir haben jetzt ja nicht mehr 60, sondern 72 Fässer. Und ich glaube, wir brauchen glatt noch mehr, um dem Herr zu werden, was wir hier pro Woche an Obst und Gemüse einsammeln. Das ist schon ganz ordentlich viel. Also in der Mine brauchen wir auf jeden Fall das hier nicht, das hier nicht, das hier nicht. Und die Axt auch nicht. Wir brauchen allerdings reichlich zu essen. Denn das ist durchaus gefährlich da unten. Deshalb sollten wir uns da jetzt gut darauf vorbereiten. Also, was haben wir denn Passendes so? Wir könnten zur Sicherheit mal ein Energietonikum mitnehmen. Verschiedene kleinere Sachen, die man so essen kann. Damit wir das einfach mal loswerden. Auberginen-Parmesan war immer ganz gut. Dreifach Espresso nehme ich mit. Plus eins Glück könnte natürlich... Naja, ich meine, heute haben wir eh nicht wirklich Glück. Aber wir könnten es halt verbessern, ne? Hm. Also das sollte an Essen wirklich reichen. Das ist immer die Frage, nimmt man das Minecart oder das hier, ne? Ich glaube, wenn ich in die Mine gehe, ist es immer noch besser, wenn ich das Minecart nehme. Aber, naja. Ich wollte es einfach nochmal ausprobieren, hier. Stürzen wir uns ins Abenteuer. Scheint nicht zu funktionieren. Ach so, richtig, das ist ja außer Betrieb. Ha! Richtig, da war ja was. Okay, also ihr könnt mir gar nichts anhaben. Weiter geht's. Schleims sind uninteressant für mich. Außer, dass sie mir den Weg versperren. Okay, den... Kann ich den nicht? Doch. Dachte gerade schon. Sollte ich da nicht durchkommen? Der bewegt sich.
Oh Gott, jetzt kommen wieder die blöden Oktopusse oder was auch immer das ist. Was war das denn? Das kam da auf mich zugeflogen. Aua. Aua. Tschüss. Ich laufe einfach an euch vorbei. Ihr seid keine interessanten Monster für mich. Interessant wird es eigentlich erst so auf Level 50 von den Monstern her. Da haben wir nämlich tatsächlich noch ein paar Ziele, die wir eigentlich erfüllen müssten. Ach, komm schon. So. Ach ja. Wieder einer von denen und ich sehe den Durchgang. Perfekt. Großartig. Einfach mal eine Bombe zünden. Ich habe keinen Bock, mich da durchzugraben. Ich mache mir zwar keine großen Hoffnungen, aber schaut mal, es hat sogar funktioniert. Ich habe sogar einen Durchgang bekommen dadurch. So, Level 15. Läuft doch eigentlich recht gut, muss ich sagen. Dafür, dass wir eigentlich kein Glück haben, bin ich eigentlich recht begeistert. Wartet schon wieder der böse Oktopus. Hat mich aber offenbar noch nicht bemerkt. Und ich hau einfach ab. Ich habe keinen Bock auf die Dinger. Okay. Darauf nehme ich immer Rücksicht. Das ist eine große Bombe. Sehr gut. So muss das. Gar nichts zu meinem Schutz oder meine Geschwindigkeit eingenommen, obwohl ich alles Mögliche dabei hatte. Naja. Ich meine, es ist noch nicht zu spät, ne? Ich könnte immer noch einfach einen Espresso mal kurz einnehmen, damit wir ein bisschen schneller sind. Das würde uns, glaube ich, jetzt erstmal schon helfen. Wenn ich doch etwas Zweifel habe, dass wir es schaffen in, weiß nicht, einer Stunde oder so, noch drei Level runterzukommen. Leider habe ich nicht ein radioaktives Erz bekommen bei der Gelegenheit. Ach so, 2 Uhr. Ups, nicht aufgepasst. Naja, naja. Gut, aber immerhin 20.000 haben wir zusammenbekommen. Das ist doch eine ganz schöne Sache. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.